In den Auslagen der Konditoren von Chauville türmten sich Leckerbissen wie Jungfernträume und Feenwiegen. Die berühmteste Delikatesse waren jedoch Himmelshoffnungen. So erlesen und unbeschreiblich köstlich, dass man sie nur bei ganz besonderen Anlässen auftischte und alle vor Freude weinten, wenn sie diese Kunstwerke genießen durften. Schlaraffchen ist ja ein Märchenland. Alle sind reich und zufrieden. Es gibt nur eine kleine Gegend im Norden von Schlaraffchen, das Marschland. Und da geht es den Leuten nicht so gut. Und in diesem Marschland, da lebt der Ickerbock. Bleibt schön artig im Garten, solange ich arbeite, rieten Eltern überall im Königreich ihren Kindern. Sonst holt euch der Ickerbock und frisst euch auf. Deshalb kämpften Mädchen und Jungen im ganzen Land im Spiel gegen das Ungeheuer. Sie versuchten sich gegenseitig mit der Geschichte vom Ickerbock Angst einzujagen und bekamen es nachts in ihren Träumen nicht selten selbst mit dem Ickerbock zu tun, wenn ihre Geschichten gar zu überzeugend gewesen waren. Der Ickerbock ist eigentlich nur eine Legende. Diese Legende wird von Generation zu Generation weitererzählt. Jeder hat ein anderes Bild vom Ickerbock. Es ist ein Drache, es ist eine Schlange, es ist einfach nur ein Ungetüm. Irgendwann jedoch gibt es die Neuigkeit in Schlaraffchen, den Ickerbock gibt es wirklich und wir müssen gegen ihn kämpfen. Wie heißt du? Fragte Mutter Grunz, wieder an Lilli gewandt. Lilli, antwortete Lilli. Nein, so heißt du nicht, erklärte Mutter Grunz. Du heißt Paula. An der Art, wie die Kinder ihren neuen Namen aufnahmen, konnte Mutter Grunz ganz genau erkennen, wie schwierig es sein würde, den Willen des Kindes zu brechen. Hin und wieder bekam es Mutter Grunz mit Kindern zu tun, die ihren neuen Namen nicht ohne Kampf akzeptierten. Und sie wusste schon, bevor Lilli den Mund aufmachte, dass dieses Mädchen eines davon war. Sie hatte diese widerwärtige, stolze Ausstrahlung und wirkte, so dünn sie war, doch stark, wie sie dort stand in ihrer Latzhose und mit den geballten Fäusten. Das Besondere an diesem Buch ist meiner Meinung nach die politische Ebene. Es wird ein zufriedenes, wohlhabendes Land beschrieben, das dann aber von einer Diktatur eigentlich heimgesucht wird. Und es wird sehr, sehr genau und präzise und nachvollziehbar beschrieben, wie die Menschen durch Lügen und Einschüchterung sozusagen in Linie gebracht werden. Aber tatsächlich ist der Ickerbock auch einfach ein tolles Märchenbuch, in dem gegen Ungeheuer gekämpft wird, in dem es mutige Kinderfiguren gibt, mit denen sich der Zuhörer, der Kleine oder der kleine Leser identifizieren kann. Und durch die man lernt, Widerstand zu leisten. Lilli Lerchensporn schenkte den beiden frisch eingetroffenen Jungen zunächst wenig Beachtung. Sie waren schmutzig und zerlumpt, wie alle Neuankömmlinge. Und Lilli und ihre beste Freundin Martha hatten alle Hände voll zu tun, so viele der kleinen Kinder wie möglich über den harten Winter zu bringen. Sie selbst blieben meist hungrig, damit die Kleinen genug zu essen bekamen. Lilli hatte überdies zahllose Male Blutergüsse davongetragen, weil sie die Jüngsten immer wieder selbstlos vor Prügelpaul und seinem Stock beschützte. Es ist eine tolle Märchengeschichte für die ganz Kleinen, also für vielleicht Jungs und Mädchen ab 8, 9 Jahren. Ab und zu geht es da auch ganz schön zur Sache. Also das müssen schon kleine Abenteurer sein, die sich das wagen, mit dem Ickerbock zu kämpfen. Aber es ist auch für ältere Kinder interessant. Selbst Erwachsene könnten vielleicht Spaß daran haben.